allen herzliches Willkommen zum nächsten Abenteuer, beziehungsweise eigentlich dem ersten Nuzlocke-Abenteuer hier auf dem Kanal und, den ersten richtigen Nuzlocke-Titel auf diesem Kanal mit Pokémon Black? Nein, mit Blaze Black, und zwar der Hack-Version. Und ja, ich habe mir einfach mal gedacht, komm, warum nicht einfach mal eine Nuzlocke machen? Ich habe Bock auf Blaze Black. Ich wollte das sowieso schon mal immer wieder, beziehungsweise die schwarze Edition, gerne mal wieder spielen. Weil ich diese Story quasi eigentlich ganz gut fand. Das Hauptproblem war aber halt einfach immer wieder so diese langen Texturen, ne? Aber ich wollte dem Ganzen nochmal eine Chance geben, weil die Schwarz-Weiß-Generation eigentlich sogar mit als einer meiner Lieblingsgenerationen zählt, weil da echt viele, viele coole Pokémon mit da reingekommen sind. Unter anderem auch Lando und ganzen Kram, ne? Deswegen, ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Warum nicht? New Game. Ja, die ganze Version ist auf Englisch. Das heißt, ich werde hier versuchen, so viel wiederzugeben, wie es auch nur geht. Aber das meiste kennen wir ja eigentlich schon. Deswegen, dass jetzt nicht das größte Problem sein würde, wenn ich jetzt hier anfange, ein bisschen zu skippen. Beziehungsweise nicht alles vorzulesen. Ja, die erklärt uns hier natürlich erst wieder ein bisschen so rund um die Welt, was es alles gibt. Ist ja klar, das ist so dieses Standardding. So, und jetzt müssen wir entscheiden. Junge, Mädchen? Natürlich sind wir der Junge. Weil ich auch diesen Character Sprite richtig cool fand zu dem Zeitpunkt. Ich war auf jeden Fall sehr begeistert davon. Und wie es halt nun mal ist. Ey. Werden wir uns auch ganz normal Drake nennen. Zack. Natürlich ist das mein Name. So, wir haben Sharon und wir haben hier die komische Bianca oder wie auch immer sie noch. Wie hieß sie nochmal auf Deutsch? Scheiße. Voll verpeilt. Naja, egal. Belle, genau, Belle hieß sie. Ah, dass mir das entfallen konnte. komm, red schneller, du. Ich will da endlich rein. Ja, also wem Blaze Black noch nicht bekannt ist, das ist eine Hack-Version von Black and White. Es gibt auch die World Wide Edition. Unter anderem läuft das jetzt auch gerade bei Sephiroth auf dem Kanal. Und ja, so ein ganz kleines bisschen hat es mich auch inspiriert, dieses Spiel dann mal anzufangen, weil es sich halt sehr interessant herausgepuppt hat. Denn es gibt hier ein paar nette Neuerungen. Es gibt hier nämlich alle Pokémon, die es zu dem Zeitpunkt gab, aus der fünften Generation. Sechsten? War das nicht die sechste Generation? Fünfte Generation war ja, glaube ich, was anderes. Warte mal, jetzt muss ich selbst überlegen. Nee. Quatsch, fünfte Generation stimmt. Sechste Generation war. Ja, genau, XY, Oras. Genau, ja, klar. Ich erzähl wieder Quatsch. Ich bin doof. So. Ja, wir kriegen unser Pokémon. Und müssen jetzt natürlich noch auf die kleine Belle warten. Und da ist sie auch schon. Ich hoffe, dass das jetzt auch hier nicht so verpixelt. Ne, es geht eigentlich. Es geht. Also. Ja, doch, eigentlich geht's. Ja, das Intro habe ich jetzt zwar noch mit aufgenommen, aber ich weiß jetzt eigentlich schon, dass es da höchstwahrscheinlich Upload-Probleme geben wird, weswegen ich dann halt mal gucken muss, dass ich das dann wegschneide. Von daher, ja, gut. Ihr werdet natürlich eventuell keinen Unterschied merken, beziehungsweise eigentlich werdet ihr gar keinen Unterschied merken, aber ich werde einen Unterschied haben. So, jetzt müssen wir uns aussuchen, was wir nehmen wollen. Das ist jetzt natürlich interessant. Welches Pokémon wollen wir nehmen? Mit was glauben wir, können wir besser durchgehen? Fire-Type Tapping ist schon ganz cool. Ich finde aber Flambirex recht langsam. Otaro war ich nie wirklich ein Fan von.
Wenn ich ein Lieblings-Pokémon aus dieser Generation habe, dann ist es Snivy. Und das nehmen wir auch. Also ich habe nur mal um vorweg zu sagen, nicht, dass ihr denkt, ich habe mich schon vorhin hinweg gespoilert. Ich habe überhaupt keine Ahnung von dieser ROM, wie die funktioniert, also was da alles ist. Ich weiß halt nur, dass sie das halt ein bisschen modifiziert haben. Der Schwierigkeitsgrad ist, glaube ich, immens erhöht worden. Und ja, es gibt halt hier alle Pokémon, die es bis zur 5. Generation gab, in einem Spiel, was ich ganz cool finde. Und ja, mehr weiß ich dann halt auch schon nicht mehr, ne? Also von daher gehen wir da eigentlich dementsprechend blind rein. Das Einzige, was ich mir bei Sephiroth angesehen habe, ist eigentlich so ein bisschen der Anfang. Und ja, da bin ich nicht mal bis zu den Pokémon-Vergaben gekommen. Also von daher, das macht guten Schaden gegen uns. Wir machen, glaube ich, ein bisschen weniger, oder? Wir brauchen auf jeden Fall die Erfahrungspunkte, weil die Levelkurve ist hier nämlich ebenfalls angestiegen. Und das ist jetzt nicht wirklich... Oh mein Gott, warte mal, was? Speedy? Komm. Yes! Snivy gewinnt das Speedy, das ist gut. Oh, das ist jetzt... Soll das aber dann für mich heißen, dass ich ein Minus-Init-Wesen habe? Das wäre ja... Ich weiß nicht, was ist das für ein Wesen? Müssen wir auf jeden Fall gleich mal nachgucken, wenn wir hier komplett fertig sind in dem Kampf. Das würde mich jetzt nämlich mal interessieren, weil dass wir mit einem Otaro gleichziehen in der Geschwindigkeit, ist schon ein bisschen hart. Ja, okay. Das Zimmer sieht jetzt natürlich sehr, 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 sehr komisch aus. Und jetzt müssen wir auch noch den zweiten Kampf mit Sharon machen. Und mit etwas Glück kommen wir auf Level 7. Wir werden jetzt hier nicht so viel machen. Ich werde hier den ganzen Tutorial-Kram, ne, in Part 1 reinpacken. Hier die ersten Kämpfe. Und den ersten Encounter werden wir definitiv in der nächsten Folge dann fangen. Das ist quasi schon safe. Ja. Wie gefällt euch eigentlich so momentan das Layout? Ja, okay, gut, das in der Ecke unten, das mit Pokémon Blaze Black und so ein Zeug, ja, ist ein bisschen, ich musste das per Hand schreiben, deswegen nicht so gut geworden, gebe ich zu. Aber dann auch das ganze Editieren und blablabla für die ganzen Logos und so, hatte ich dann irgendwann auch keinen Nerv mehr drauf, weil das vorne und hinten nicht funktionieren wollte und ich dann halt fürs Blaze Black kein passendes Logo fand. Deswegen, ja, sieht das einmal so aus, ein fucking Crit! Oh, scheiße! Aber zum Glück sind wir schneller. Oh, oh. Nein, 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 nein! Wegen diesem scheiß Crit! Wow! Okay, wir kriegen erstmal hier direkt gezeigt, wo der Hammer hängt. Alter, dass wir ein Crit hier einfach mal kassieren und deswegen nicht auf Level 7 kommen, das ist doch bitter. Aber gut, gucken wir uns doch einfach mal unser Snivy jetzt mal an. Brave. Das ist Minus Init. Dafür plus Angriff. Das ist jetzt nicht das Beste. Warte mal, was? What? Versteckte Fähigkeit? LOL, jetzt ist das mit dem Wesen noch schlimmer, oh mein Gott, nein! Ein physischer... Minus Init. Minus Init ist auf Sephiroth nicht gerade das Geilste. Das Ding hat ja, glaube ich... Was hat er das für eine Base? War das nicht 109 oder so? Oder, nee, war das nicht sogar ein bisschen mehr, 115? Warte mal... Superior, das hatte eine Basis von 113. Oh, scheiße. Mit Brave sind wir ja ziemlich... Aber dass wir Contrary haben, ist geil.
Das ist wirklich geil. Was hätten denn die anderen jetzt gehabt? Das würde mich jetzt mal interessieren. Zimrod, Shell Armor. Scheiße, wie hieß das andere Pokémon? Ich habe den englischen Namen vergessen davon. Embor hat Reckless. Aber doch nicht am Anfang. Ach, ist ja auch egal. Juckt ja im Endeffekt eh keine Sau. Wir haben die versteckte Fähigkeit auf Snivy, was ganz cool ist. Oh, und wenn wir schon mal hier dabei sind, machen wir schon mal die Optionen. Fast Battle Style Set. Das brauchen wir nicht. Confirm. Ich würde mal sagen, wir speichern hier erst einmal ab. Das erste Mal speichern in dem Spiel. Machen wir jetzt schon. So, ach stimmt ja, hier gab es ja noch keine Turbo-Treter direkt am Anfang. voll vergessen. Naja. Okay, dann geht es jetzt erst einmal ins Labor. Die ganzen anderen Szenen mit Bell weiß ich jetzt gar nicht mehr. Müssen wir die machen? Bekamen wir jetzt die Turbo-Treter? Oh, bitte gib mir die Turbo-Treter, bitte. Bitte. Warum halt jetzt mein Team? Ich habe sowieso verloren in der zweiten Kampf. Hä? Fahrrad? Das ist aber neu. Oh, die Flitiamos. Nein, also laufen kann ich definitiv nicht. Das ist ja eigenartig. Warum kriegen wir hier... Okay, fahren wir halt ein bisschen mit dem Fahrrad rum. Umso besser sind wir schneller, kommen wir schneller voran. Nein, nein und nochmals, nein, du wirst kein Trainer, du bleibst hier. Nein, ich gehe. Okay. Das nenne ich mal eine Konfrontation. Und wir haben es übersprungen. Ich bin so fies. So. Mit Vollgas zum Labor. Das ist doch irgendwie schon fast gecheatet, wenn wir hier mit dem Fahrrad die ganze Zeit schon lang fahren. Scheiße. Okay, gut. Ja, die Erzählung ist jetzt. Oh, pardon. Es tut mir leid. Es ist 2 Uhr morgens. wie wollen wir ein männliches Snivy nennen? Eigentlich wollte ich es gerne Medusa nennen, aber das passt auf das Männliche nicht, ne? Das ist eine gute Frage, wie nennen wir das? Okay, wir nennen es Jivey. Ich glaube, Jivey ist eine... Ist ein guter Name. Den können wir nehmen. Und nein, das hat nichts mit dem Alkohol zu tun. Vielleicht ein bisschen. Ich finde, das passt irgendwie. Jive plus Snivy, Jivey. Warum nicht? Okay. Dann wollen wir doch mal hinterher düsen. Und uns... mit dem Professor ein bisschen auseinandersetzen. Ja, Town Map. Oder fangen wir den ersten Encounter hier noch? Ich meine, wir haben jetzt 16 Minuten. Da können wir eigentlich ein bisschen
Ich will es ja jetzt auch nicht allzu schnell machen, aber auf die 40 Minuten will ich jetzt eigentlich auch nicht kommen, weil dann gerne Outer City bei mir rumspackt und deswegen versuche ich das ja eigentlich in maximal 30 Minuten zu packen. Aber dadurch, dass wir jetzt schon so weit sind, können wir, denke ich mal, auch unseren ersten Encounter fangen. Sofern es dann funktioniert. Weil wir haben jetzt... Ja, wir müssen dann noch ein kleines bisschen leveln eventuell. Vielleicht machen wir die Grinding-Session offscreen. Weil ich muss ja dann pro Part sowieso immer hier die Grafik ein bisschen aktualisieren. Ich bin ja momentan noch nicht auf den Stand mit dem guten Schneideprogramm. Sonst würde das hier jetzt erstmal nicht so aussehen. Ja. Deswegen... Das geht schon. Wenn wir das dann alles so ein bisschen nach dem Kampf aktualisieren oder ich dann halt das irgendwie so aktualisiere, zum Beispiel jetzt bei den Orden oder so, wie auch immer. Ich werde mir da schon was einfallen lassen. Auf jeden Fall. So, es wird zwar nicht immer zu 100% aktuell sein, denke ich mal, aber ich gebe mein Bestes. Dass wir das schnellstmöglich ganz gut hinbekommen. Das ist halt auch einfach immer einer der Gründe gewesen, warum ich, wir bekommen Pokéball und damit startet auch erst einmal hier die Nuzlocke. Das ist eigentlich auch immer einer dieser Gründe, warum ich Nuzlockes immer so ein bisschen auf dem Kanal außer Acht gelassen habe, weil mir das richtige Schneideprogramm und so ein Zeug eigentlich fehlt und ich das eigentlich nicht mag, wenn es, ja, wie soll ich das sagen, wenn wir die ganzen Sachen hier, unser Layout, einfach halt nicht wirklich komplett zu 100% aktuell halten können. Deswegen, ich hoffe, ihr versteht das. Eventuell wird es auch noch ein paar Verbesserungen am Layout selbst geben. Vielleicht wandelt es sich auch noch. Es ist erst einmal ein Grundlayout, damit ich hier die Aufnahme überhaupt starten konnte. Und ich wollte mir nicht so viel Zeit lassen, weil ansonsten vergeht mir wieder die Lust. Und ich habe halt Samstag erst einmal jetzt groß nichts zu tun. Das heißt, ich kann Samstag gut aufnehmen. Und das werde ich auch machen. Damit wir erst einmal ein paar Parts haben. Damit wir ein bisschen mehr Content auf dem Kanal mal wieder haben. Ja. Okay, gut. Lalalala. Ihr wollt eine kleine Wette machen. Könnt ihr gerne tun. Wir gehen jetzt hier rein. Und forcen uns unseren ersten Encounter. Und das ist ein... Oh, oh, Ratzfratz. Ratzfratz? Ist das geskriptet? Hat das nicht irgendwie ein bisschen viel gemacht? Holy shit, hör auf! Komm. Pokéball. Du bist ein Ratzfratz. Bleib drin! Bitte! Ah, oh, Glück gehabt. Sehr schön. Ratzfratz ist unser erster Encounter! Auf Level 5? Annehmbar. Wie wollen wir es denn nennen? Ratafui? Ja, Ratafui, das klingt cool. Das klingt lustig. Ratafui. So, dann gucken wir uns doch mal unser Ratafui an. Nesti. Defensiv, weniger. Hustle! What the fuck, das Ding hat ja auch eine versteckte Fähigkeit! Kriegen die das etwa alle? Oh mein Gott, deswegen hat das so viel gemacht. Aber dann hat der aber auch sehr viel Luck gehabt, was hier das Treffen angeht. Weil durch Hustle haben wir ja eine geringere Chance zu treffen. Dafür aber den Angriffsboost um plus 1 quasi. Was ganz cool ist. Jetzt ist halt so die Frage, wie wollen wir hier trainieren? Das ist jetzt halt... Visor.
Hat Wieso dann auch die versteckte Fähigkeit? Ich meine, muss es ja, oder? Das würde sonst keinen Sinn haben. Das werde ich dann. Das werden wir dann herausfinden, Scratch. Okay. Ja, das macht literally nix. Foresight, okay. Ja, gut. Dann können wir jetzt mit dem nächsten Hit erst einmal das, wie. Nicht killen? Alter! Jivy, ich bin enttäuscht! Du hast einen Plus-Angriff! Wieso Boy, bitte! Danke! So. Wir kriegen jetzt erst einmal den Level Up. Wine Wipe. Sehr schön. Ich würde aber auch sagen, dass wir recht in der Nähe vom Haus bleiben, damit wir uns dementsprechend auch immer wieder hochheilen können, ne? Weil ich will da jetzt auch nicht groß irgendwas riskieren, wenn ihr versteht. Aber ich würde jetzt hier noch sagen, wir gehen jetzt noch einmal heilen kurz. Einmal schnell. Und gucken uns noch mal ein kleines bisschen an. Ich will hier safe spielen. Ich will hier nicht so früh schon meinen Starter verlieren. Weil mit Contrary ist es potenziell möglich, sobald wir dann Blättersturm kriegen, dass das Ding sehr, sehr lange durchhält. Und wow, das war eine lange Ladezeit. Ja, okay. Warte mal, Jogler, was hatte das für eine versteckte Fähigkeit? Hatte das hier schon Ruhe Gewalt? Lia, okay. Mach. Contrary, unsere Verteidigung wird gesteigert sogar. Was gut ist. Aber dafür, dass wir einen Plus-Angriff haben, macht trotzdem der Step-Rankenhieb kaum Schaden. Ich meine, so schlecht ist jetzt der Angriffswert von hier Sepifoy auch nicht so, ne? 75er Base. Ist genauso hoch wie der Spezialangriff. Also man kann es halt, wie gesagt, physisch und speziell gleichermaßen spielen. Das ist auf jeden Fall möglich. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, wir. Ja, doch. Hut, Hut! Ah, ne, warte mal. Das kann noch kein. Wow, warte mal, ich habe gerade einen Missklick gemacht, merke ich. Ich bin auf Wine Whip gegangen, obwohl ich wusste, dass es nicht sehr effektiv ist. Gehe ich aber trotzdem drauf. Warum? Das macht schon mehr Schaden. Und das macht gar keinen Schaden. Oh, danke schön, du steigerst meinen Angriff. Das ist so nützlich, dass wir hier Umkehrungen haben, ey. Snivy, bester. Crit, okay, gut, er meldet mich. Beste Starter-Pokémon ever in dieser in diesem Spiel. Ich würde sagen, dass wir unser Snivy noch auf Level 9 bringen. Und ich dann offline. Hey, hier gibt es noch Topsy. Dass ich dann offline Ratzfatz ein bisschen hochlevel. Dass wir dann mit beiden auf Level 9 sind. Wenn wir dann in den nächsten Part starten. Das klingt doch ganz solide und scheiße, Gast! Okay, machst du dir nicht so viel, aber. Hui! Ja, okay, gut. 16 Erfahrungspunkte sind jetzt nicht viel, ne? Okay, Wieso? Wieso machen wir recht schnell, glaube ich, kalt? Ich glaube, Wieso gab uns bisher mit am meisten Erfahrungspunkte, oder? Oder habe ich nur das. Oder habe ich das nur so ein bisschen falsch im Gefühl? Boah, ja, der Ratnieb ist schon mal ein Two-Hit. Ist doch schon mal schön. Es sei denn, das war jetzt eine High-Roll und wir kriegen jetzt die absolute Mid-Roll. Nein, es ist ein Two-Hit. Okay. Na, 21. Ja, Clef. Machen wir doch einfach mal den Tackle erst einmal. Ja, identifiziere mich ruhig, das geht mir am Arsch vorbei.
Jo, danke, du erhöhst meine Verteidigung. Oh, ich finde diese Fähigkeit so cool. Bei Ratzfratz müssen wir aber aufpassen. Weil dadurch, dass es das Minus-Death-Wesen hat, können wir es nicht wirklich gut drin lassen. Aber dafür haben wir halt den Speed, das Speed-Wesen, ne? Damit können wir schon mal ein bisschen was outspeeden, was ganz gut ist. Oh nein, nicht das Ding schon wieder. Oh mein Gott, Level 6! Das könnte problematisch werden. Wir gucken erst einmal an, was es uns an Schaden macht und was unser Tackle macht. Unser Tackle macht nichts. Wenn Gas jetzt zu viel macht, dann haben wir ein Problem. Okay. Da fliehe ich lieber. Ich kein Risiko eingehen. Habe ich vorher gesagt. Kein Risiko eingehen. So. Ach kommt, wisst ihr was? Wir machen es einfach so. Das war es jetzt hier erst einmal mit dem ersten Part. Wir haben einen Ratzfratz als ersten Encounter, haben unser Snivy als Starter-Pokémon und haben die Erkenntnis gehabt, ey Scheiße, die ganzen Pokémon haben ja höchstwahrscheinlich alle ihre versteckte Fähigkeit, was das Ganze hier nochmal ein ganz kleines bisschen schwerer macht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Über Kommentare, ein bisschen Feedback würde ich mich ebenfalls freuen. Und ja, falls ihr sonst noch irgendwelche Wünsche habt, was eventuell vielleicht mal auf dem so oder halt kleine Tipps hier für diese Edition, vielleicht habt ihr das ja schon gespielt. Versucht mich bitte nicht allzu sehr zu spoilern. Ich will möglichst spoilerfrei hier durchgehen. Und ja. Wenn ihr natürlich Tipps habt, eventuell was ich vielleicht übersehen habe, weil ihr das Spiel ja schon gespielt habt, dann sagt mir das doch bitte in den Kommentaren. Weil bei Sacred Gold weiß ich zum Beispiel, da konnte man in den Pokémon-Zentren sich die anderen Starter zum Beispiel ergattern. Ich weiß nicht, ob das hier ebenfalls möglich ist. Wäre cool. Deswegen, falls ihr da mehr wisst als ich, sagt es mir doch auf jeden Fall mal gerne in den Kommentaren. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut und bye bye.